Hallo, liebe Solopreneure und herzlichen Freitag. Kann man das sagen? Herzlichen Freitag? Irgendwie gefällt mir das richtig gut. Ich bin gerade zurück aus Limburg. Ich habe blau gemacht heute früh und habe Julia Will dort getroffen zum Frühstück und habe auch pünktlich meine Tasche irgendwo liegen lassen in einem Café und wieder gefunden. Wir sind durch den Wald gegangen, also es war ein abenteuerlicher Vormittag. Und heute am Nachmittag wollte ich mit dir sprechen über einige Überlegungen, die ich anstelle für 2018. Es geht um Thriving in deinem Business und Thriving in dir als Solopreneur in dieser Serie. Und ich möchte jetzt einige Business-Überlegungen mit dir, mit euch anstellen. Denn wir haben in letzter Zeit viel gesprochen über Mindset oder das innere Spiel. Also was es bedeutet, wenn man den Druck weglässt, und trotzdem, effizient ist und produktiv. Wir haben, darüber gesprochen. Worüber noch haben wir gesprochen? Oh meine Güte, über integere Preisgestaltung, dass sie verlangen, was aus dir heraus will und darauf sie vertrauen und einiges andere an Mindset-Sachen. Und ich schau mal hier, wer noch dazu gekommen ist. Hallo Patricia, juhu! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Julia kennst du auch, super schön. Mary Claire ist auch dort. Sehr schön. Und was ich festgestellt habe, ist, es ging in letzter Zeit ganz viel um den Druck rausnehmen, es ging um wegkommen von seinem Schreibtisch, was ich heute auch gemacht habe. Und es geht im Großen und Ganzen um entspannten Erfolg. Und hier ist eine Sache, die ich in letzter Zeit immer wieder höre, nämlich die Idee, dass, ja, Shalia, das sind die Mindset-Themen, aber ich will ja was auch erreichen in meinem Business. Ich will nicht einfach nur abhängen im Wald und spazieren gehen mit Freundinnen und Kaffee trinken, sondern ich möchte was erreichen in meinem Business. Und ich kann zu dir sagen, ja, ich auch. Ich bin ehrgeizig. Mir macht das Spiel, das Business ist richtig Spaß. Ich habe große Freude daran, Kunden zu gewinnen, Umsätze zu generieren, meine Umsätze wachsen zu lassen. Auch wenn ich jetzt mittlerweile verstanden habe, dass mein Glück, mein Wohlbefinden als Mensch nicht mit den äußeren Ergebnissen zusammenhängt. Und das ist das Schöne, wenn man die entkoppeln kann und sagen kann, mir geht es sowieso gut, ich bin sowieso okay. Und mein Business ist ein Cherry on top oder die Sahne obendrauf, wenn man so will, das Sahnehäubchen. Und von dieser Warte aus, wenn ich ganz viel störende Gedanken einfach ausgeschaltet habe in meinem Kopf, wenn ich mehr Zeit für mich genommen habe, um mich zu regenerieren, um gehebelte Business-Ideen aufkommen zu lassen, dann geht von dort ganz viele Dinge, die wir schaffen können, mit unserem Business. Okay? Das heißt, es geht sehr wohl um den Erfolgsbereich und darüber möchte ich in nächster Zeit sprechen. Hallo Cornelia, schön, dass du da bist. Schönen Freitagnachmittag in die Runde, sagst du an allen. Und ich möchte einfach heute relativ unstrukturiert erzählen, worüber ich für nächstes Jahr nachdenke. Und ich möchte dich im Nachhinein auch auffordern, mir zurückzumelden, worüber denkst du nach für 2018? Was sind Themen, die beginnen aufzukommen, die spannend sein können für dich? Wo sind Fragestellungen, die da sind? Ohne den Druck, die beantworten zu wollen. Wir haben in einem Mindset-Video gesehen, manchmal geht es darum, in die Zukunft ein bisschen zu sehen und zu warten, was dann daraus wird. Und zwar, ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die in meinem Kopf herumgehen für 2018. Und zwar folgenden Fragen. Wie kann ich 20 Stunden pro Woche arbeiten, bei gleichbleibender Qualität und hoher Zufriedenheit meiner Kunden und bei steigendem Umsatz? Wie könnte das möglich sein? Und das Spannende an dieser Fragestellung und an jeglicher Fragestellung, die du hast in deinem Business, wenn du das mit Wunder betrachtest, anstatt mit Druck, wie kann ich das erreichen, was ist mein Plan dazu, Verbissenheit, stattdessen mit Wunder, mit Freude, dann oft fängt schon das sich einzustellen, worüber du dich wunderst.
Ich habe in den letzten Wochen wahrscheinlich alleine dadurch, dass ich begonnen habe, darüber nachzudenken, wie ich 20 Stunden pro Woche arbeiten könnte, wesentlich weniger gearbeitet als sonst. Also ich würde nicht sagen, ich habe genau 20 Stunden gearbeitet jede Woche, aber ich habe es nicht gezählt. Aber ich denke, in die Richtung gehen wird es jetzt schon. Okay? Also, das ist eine Fragestellung, die ich habe für nächstes Jahr. Die zweite Frage, die ich habe für 2018 ist, wie kann ich mein Business vereinfachen? Kann ich mein Geschäftsmodell verschlanken? Gibt es überflüssige Technologien, die ich nicht benötige? Gibt es Prozesse, die zu kompliziert sind, wo ich mit meinem Team das zurückschrauben kann? Das ist ein riesengroßes Thema, ein großer Wunsch von mir, ist ein sehr schlankes Business. Das reizt mich total. Wir kommen gleich zu einem anderen Thema, nämlich zu Launch-Konzepte. Ich habe gemerkt, dass ganz viele Konzepte auf dem Markt, die über Jahre, die sich breit gemacht haben, gerade im Online-Marketing, sehr komplex sind, mit ganz, ganz vielen Schritten, mit Ineinanderwebungen, mit einfach hoher Komplexität. Und ich sehne mich nach Vereinfachung, nach Einfachkeit. Geht es dir auch so? Jedenfalls, ich beginne mir die Frage zu stellen, wie kann ich nächstes Jahr ein noch einfacheres Business haben? Und schau her, was passiert, wenn schon nur die Frage aufkommt. Ich habe schon begonnen, Technologien zu studieren. Ich habe schon begonnen, einige Prozesse anzuschauen. Also alleine die Fragestellung beginnt eine Bewegung in Gang zu setzen. So, das nächste ist, ich habe mir Gedanken gemacht über Dauer Power Launch Strategien gemacht. Hast du das mitbekommen auf dem Markt? Also seit Jahren beobachte ich einen Trend auf dem amerikanischen Markt, dass die Tendenz dorthin geht, gerade für Leute, die im Online-Marketing tätig sind und ihr Geschäft online vermarkten, zu Reichweite, ganz, ganz, ganz viele Leute erreichen, die Anzahl von Leuten auf deiner Liste erhöhen, damit du im Nachgang immer wieder launchen kannst und ganz viele Coaching-Programme, Online-Produkte, Selbstlernkurse, was auch immer es heißt, in deinem Bereich zu verkaufen. Und was ich auch beobachte, ist, dass der Trend in Deutschland angekommen ist. Ich sehe ganz, ganz viele Leute, die Flagship-Programme und Masterminds und alles Mögliche launchen. Und sie launchen und sie launchen und sie launchen. Und was ich beobachte bei mir und auch bei den anderen, die Launches durchführen, ist, dass eine gewisse Müdigkeit eintritt nach relativ kurzer Zeit oder wenigstens nach ein paar Jahre, 2 Jahre Launch-Strategie. Oder es tritt so etwas wie ein Gefühl von Langeweile, immer wieder das Gleiche zu launchen. Irgendwie die Kreativität, die Freude erlischt und man ist einfach launchmüde. Und ich frage mich für 2018, was gibt es da draußen zusätzlich zu dieser Dauer-Power-Launch-Strategien? Es kann doch nicht die einzige Sache sein, die es da gibt. Und eine Sache, die mir sehr gut gefällt, so eine Alternative zu dieser Dauer-Power-Launches, ist ein sanftes, leises, aber solides Ongoing-Marketing. Und darüber habe ich mir begonnen, Fragen zu stellen. Wie sieht denn ein leises, solides Ongoing-Marketing aus? Ja? Was Freude bereitet, auszuliefern, was einen nicht so schnell ermüdet, was einfach locker flockig geht. Das ist eine Fragestellung, die ich habe für 2018. Die Mary Claire schreibt, yes, she's observing the same trend that's causing being completely fed up with this kind of marketing. Absolut. Also das ist auch so ein Ding. Wenn ein Marketingtrend von allen auf einmal eingesetzt wird und alle genau das Gleiche machen, tritt eine Müdigkeit auch im Markt an. Die anderen können das nicht mehr sehen, das finden sie nicht mehr spannend mit der Zeit. Sie können alle Strategien und Methoden, verkaufspsychologische Methoden irgendwann mal total durchschauen. Also sie können dir fast sagen, was ist die nächste E-Mail in der Sequenz, die sie bekommen werden und wie wird der Shopping-Cart geschlossen, oder? Und da tritt bei ihnen so eine Art von Abstumpfung ein, ja? Und das ist eine damit einhergehende Frage, wie exciting ist das, wenn wir was anderes tun, dass unseren Interessenten, die unser Content anschauen, wie können wir sie damit auch wach
kriegen oder wach halten. Ja, das ist eine sehr schöne Bemerkung, Mary Claire. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die ich mir stelle für 2018, ist: Wie kann ich meine eher hochwertige 1-zu-1-Coaching-Programme verkaufen durch Live-Events? Und damit meine ich nicht riesengroße Live-Events, sondern ich denke über Gruppen-VIP-Tage nach. Ich habe einen Raum gesehen in Frankfurt im Westhafen Tower mit bis zu 12 Plätzen für die Teilnehmer. Ich denke darüber nach, 8 Personen exklusiv einzuladen zu einem Gruppen-VIP-Tag, die sehr kraftvoll sind. Und von dort weg diejenigen, die weitergehen wollen, mit mir einzuladen dafür. Aber nicht nur das, ich habe andere Event-Ideen im Kopf, von kleinen Retreats und Online-Tagesworkshops. Also irgendwie Events ist eine Sache, die ich spannend finde, sowohl offline wie auch online für das nächste Jahr. Und auch für mich muss mein Business und Marketing einfach spannend bleiben. Das heißt, ich darf auch schauen, was sind Dinge, die ich in der Vergangenheit nicht eingesetzt habe? Wo habe ich Lust, einen Shift zu schaffen zu einem neuen Medium, zu einem neuen Auslieferungsformat? Ja? Also das ist die Art und Weise, wie wir es für uns auch selber spannend halten. Ja, das sind so quasi 4 Fragestellungen, die ich habe für 2018. Und ich wollte die mit euch mitteilen heute aus 2 Gründen. Dass ihr seht, auch wenn man entspannt ist, viel Zeit weg vom Schreibtisch verbringt und sich keinen Druck macht, das heißt nicht, dass du als Mensch oder als Unternehmer oder Unternehmerin einfach einschläfst und nichts machst. Im Gegenteil, es dürfen einfach neue Dinge entstehen, neue Inspirationen und Fragestellungen, die uns nach vorne bewegen, ganz automatisch, ohne dass wir uns pushen müssen und Druck machen müssen. Und jetzt kommt die Aufforderung. Schreib mir genau, welche 2, 3 Dinge du dir überlegst für das kommende Jahr. Wo wunderst du gerade in deinem Business? Und ich werde mir diese alle durchlesen. Du kannst es auch gerne in Form eines Live-Videos oder ein aufgezeichnetes Videos machen und hier in der Gruppe posten. Das finde ich natürlich richtig schön, das anzuschauen. Und ich werde die lesen und ich werde mich inspirieren lassen von dem, was ihr sagt. Und vielleicht entstehen daraus Themen für die nächste Zeit. Vielleicht auch nicht. Es ist ein Experiment. Wir schauen, was da passiert. Aber ich möchte von dir hören. Wir sind hier zusammen, die herzgetriebenen Solopreneure. Und ja, deine Gedanken, deine Überlegungen sind mir einfach wichtig. Also lass uns in den Austausch gehen. Und das war es von mir. Ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche. Wir haben ja nur einige wenige Stunden heute hier am Freitag. Ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss, Patricia, Mary Claire, Cornelia und all die anderen, die zuhören. Tschüss, ciao, ciao.